Ich möchte auch alle herzlich begrüßen heißen. Es freut mich sehr, dass ihr so zahlreich euch dazu entschlossen habt, meine Vorträge euch anzuhören. Und als ich angesprochen wurde, ob ich nicht bei jemand ein paar Schulen geben möchte, habe ich mich sofort für dieses Thema entschieden, aus einigen Gründen. Erstens natürlich interessiert mich selbst dieses Thema sehr und ich habe mich einige Zeit damit beschäftigt. Zweitens, dieses Thema hat besonders in letzter Zeit wieder an Aktualität gewonnen mit der Einführung der Organspendenpässen. Ich weiß nicht, ob es welche von euch gibt, die solche Pässe bekommen haben, aber man muss schon sich mit einem Rabbiner beraten, wenn man sie richtig halachisch ausführen möchte. Und außerdem, gerade auch deswegen, stellen sehr viele Fragen zu diesem Thema an mich. Es gibt unterschiedliche Fragen. Es gibt Fragen, ob man Organe aus Schwein zum Beispiel an einen Menschen verpflanzen kann, transplantieren kann oder nicht. Es gibt auch viele komplizierte Fragen, zum Beispiel, ich hatte einen Fall in Freiburg, wo eine Frau, die war sehr erkannt und ihre Krankenschwester hat empfohlen, nicht mehr zu essen und nicht mehr zu trinken und sie meinte, so würde sie einschlafen und dann im Frieden sterben und diese Frau hat mich darauf angesprochen, als ich sie besucht habe, ob sie es machen darf. Also hier reden wir über Sterbehilfe und es ist, ich glaube nicht, dass wir dazu kommen, dieses Thema direkt anzusprechen, aber es gehört eigentlich auch in dieses Gesamtbild. Und außerdem ist es auch hier gerade bei dieser Frage, dass man sieht, wie die westliche Gesellschaft oder das westlich geprägte Denken, auf das Torah-Denken und das halachische Denken stößt und wo die Moral, wie sich die Moral und die Logik unterscheidet. Und damit werden wir uns auch beschäftigen. Und ich finde, dass Raff Hirsch hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, dass in der Demokratie machen die Menschen das Gesetz und im Judentum macht das Gesetz die Menschen. Und wir werden sehr viele moralische Fragen hier ausdiskutieren, wo wir genau dieses Aufeinandertreffen treffen werden. Anna, kann man vielleicht das Quellenblatt vorklagen? Sie haben jetzt den Ball, was bedeutet, dass Sie der Präsentierende sind und wenn man auf Organspende klickt, müssten dann eigentlich alle die Quellen sehen. Okay, wunderbar. Sehen alle die Quellen? Gut, also heute und wahrscheinlich auch nächste Woche werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, die Organspende, ob es allgemein erlaubt ist oder ist es einfach nur eine gute Tat, vielleicht ein Gebot, das man unbedingt machen muss und wie sieht das das Judentum. Und wir wissen, dass heutzutage ist es eine tägliche Prozedere, es werden sehr, sehr viele Körperteile transportiert, Nieren, Leber oder Teile der Leber, Haut, Lungen oder Teile von einer Lunge, Hornhaut, es werden heutzutage auch Hände transplantiert. Ich kenne eine Familie, wo der Vater darauf spezialisiert ist. Und anscheinend gibt es wenige Spezialisten in Deutschland, die Hände transplantieren können. Und die Frage ist natürlich, ob das erlaubt ist. Und wir werden dieses Thema in zwei Themen aufteilen, denn eigentlich sind das ganz unterschiedlich, ein ganz unterschiedlicher halachischer Zugang zu diesen beiden Themen.
Und heute werden wir über die Organspende von einem nicht lebenden Donor sprechen. Das heißt, wir werden uns mit der Frage beschäftigen, ob wir von einem Toten die Organe entnehmen können. Übrigens, falls jemand Fragen hat oder dass ich mich irgendwie nicht klar genug ausdrücke, könnt mich in meinem Chat anschreiben oder im Chat auch die Fragen stellen. Ich werde versuchen, auf die Fragen einzugehen. Gut, also immer, wenn wir uns ein halachisches Thema besprechen, muss man sich selbst fragen, was ist eigentlich das Problem? Was wäre das Problem von einem Toten, die Organe zu entnehmen, um diese Organe einem Lebenden einzupflanzen? Gibt es Verbote in der Tora, die dieses unterbinden würden? Und es gibt tatsächlich drei potenzielle Probleme, die dabei übertreten werden können. Und zwar das Problem Nummer 1, die sind hier im Quellenblatt aufgelistet. Das potenzielle Problem Nummer 1 ist das Verbot von Nibul Hametz. Nibul Hametz ist ein biblisches Verbot und es beinhaltet die Verstümmelung von einer Leiche. Ja, das heißt, zum Beispiel ein praktisches Beispiel davon wäre eine unnötige Autopsie. Das ist im Judentumsgesetz verboten, aber auch allgemein die Leiche irgendwie zu verstümmeln ist auch verboten. Wir wissen, dass wir unsere Leichen mit großem Respekt behandeln. Es wird vor der Begräbnis Tahara gemacht, die Leiche wird gewaschen. Und es werden bestimmte Gebete dabei gesagt, die Leiche wird bekleidet und alles schmutzige, alle Schmutzpartikel werden entfernt, selbst unter den Fingernägeln werden die Unsauberkeiten weggemacht. Und die Leiche aufzuschneiden ist verboten und damit das heißt, das Verbot heißt Nibul Hametz, die Verstümmelung von einem Leichen. Ein zweites potenzielles Verbot ist Halanat Hametz. Und zwar, wer letztens alles aufgepasst hat, wir haben das im letzten Wochenabschnitt gelesen, und zwar, da steht, dass anscheinend war es für üblich, dass wenn jemand eine Todesstrafe bekommen hat, hat man danach die Leiche aufgehängt. Das lag wahrscheinlich daran, dass man damit alle anderen von der Sünde abschrecken wollte. Aber es steht, dass diese Leiche soll nicht über Nacht hängen bleiben. Man soll die Leiche vor dem Sonnenaufgang begraben. Also es ist ein biblisches Verbot und wir sehen, das gilt sogar für einen Todesünder. Es ist ein biblisches Verbot, die Leiche rechtzeitig zu begraben. Wir wissen, dass im Islam begräbt man die Leiche am selben Tag. Außer pflegt man am nächsten Tag zu begraben. In Deutschland gibt es leider das 48-Stunden-Gesetz, dass man die Leiche erst nach 2 Tagen begraben darf und wenn man kann, soll man versuchen natürlich die Leiche früher zu begraben, weil das heißt, dass es auch der Seele wehtut, wenn die Leiche unbegraben liegt. Und ein drittes potenzielles Verbot ist Hana'at Hametz. Es ist verboten, jegliches Nutzen von der Leiche zu ziehen. Was könnte unter diesem Verbot fallen? Also man darf die Leiche nicht zum Beispiel verkaufen. Ja, man darf damit kein Geld verdienen. Es geht sogar so weit, dass falls irgendwas für eine Leiche bestimmt worden ist, darf man damit nichts anderes mehr anstellen. Zum Beispiel, wenn ein Sarg extra für eine Leiche angefertigt worden ist, und man hat sich dann entschlossen, einen anderen Sarg zu nehmen. Dieser Sarg, der für diese Leiche bestimmt worden ist, darf nicht mehr für was anderes benutzt werden.
Vielleicht ein aktuelles Thema, was unter diesem Verbot fallen könnte, wäre die Ausstellung von der Körperwelt. Ja, das ist eine ganz berühmte Ausstellung, die so ziemlich überall auf der Welt unterwegs ist und auch in Deutschland ist sie in sehr vielen Städten gewesen. Wenn man also eigentlich sind da alle Verbote, die zumindest diese Ausstellung machen, übertreten. Ja, sie pflegen die Verstümmelung von der Leiche, wenn sie die Leiche präparieren. Natürlich begraben sie diese Leiche nicht. Und das Verbot von der Atemmess, also die ziehen natürlich am meisten Nutzen davon, weil sie damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Dem diese Ausstellung gehört, ist inzwischen ein Millionär. Aber auch die Besucher, die in diese Ausstellung gehen, können natürlich das Verbot von Anat haben, Nutzen nicht, um einen Genuss von der Leiche zu ziehen, übertreten. Also das sind diese drei potenziellen Verbote. Nun, wir haben eine Regel im Judentum, dass wenn es um eine Lebensrettung geht, dann dürfen alle Gebote der Tora außer drei, die drei sind verbotene sexuelle Beziehungen, Götzendienst und Mord, diese drei Sünden dürfen nicht selbst unter Todesangst übertreten werden, aber wenn es um die Lebensrettung geht, dürfen alle Gebote der Tora, der Kashrut, Shabbat und so weiter, alles übertreten werden. Jetzt weder Nivul Hamet, noch Halanat Hamet, noch Hanaat Hamet fallen unter diese drei Todessünden, also die Sünden, die man selbst unter Todesangst nicht übertreten darf. Also werden diese Gebote quasi zur Seite geschoben, wenn es um die Lebensrettung geht. Und das wurde schon im 18. Jahrhundert bestimmt von Rabbi Chetzke Landau. Er war ein Rabbiner in Prag, ein sehr berühmter Rabbiner, der auch sehr interessante Entscheidungen getroffen hat und natürlich eine bestimmte halachische Größe. Es gab anscheinend eine Krankheit, vielleicht im 18. Jahrhundert, in Prag, und jemand ist dann gekommen und hat gesagt, dass wenn er jetzt die Leiche autopsiert, dann kann er eventuell ein anderes Leben retten, weil jemand ist an derselben Krankheit erkrankt, an der diese Leiche, also dieser Mensch, gestorben ist. Und damals hat Orlando erlaubt, diese Leiche zu autopsieren, weil man damit das Leben von einem anderen Menschen retten könnte. Ja, das heißt, man muss sich nicht sicher sein, dass das Leben dadurch gerettet wird. Selbst die Annahme, dass es helfen kann, ist schon genug, um diese Verbote zur Seite zu legen. Aber die Lebensgefahr muss vorhanden sein. Ja, das heißt, diese potenzielle Lebensrettung muss da sein und sie muss nicht in, wir dürfen nicht autopsieren, also irgendwelche Studien an der Leiche machen, nur weil wir eventuell in 5 Jahren jemanden retten können. Das war die Erlaubnis von Rav Landau. Lass uns jetzt diese drei potenziellen Verbote noch ein bisschen tiefer anschauen, dann können wir vielleicht auch besser den Sinn davon verstehen. Also das erste Verbot war Nivul Hamet, die Verstümmelung von einer Leiche. Was ist der Grund, warum das verboten ist? Nun, es gibt zwei Meinungen.
warum es im Juden verboten ist, eine Leiche zu verstümmeln. Die erste Meinung sagt, der Grund dafür ist, weil es steht in der Tora, ganz am Anfang, im ersten Buch, dass der Mensch wurde kreiert, Bezellen Elohim, im Ebenbild Gottes. Nun, manche, es gibt verschiedene Kommentare, was das Ebenbild Gottes bedeutet, aber nach manchen Meinung bedeutet das tatsächlich, dass unser Körper irgendwie das Bild Gottes widerspiegelt oder reflektiert, und aus diesem Grund dürfen wir das Körper beschädigen, weder ein lebendiges noch ein totes Körper. Ja, genauso wie wir niemanden Narben zufügen können dürfen, genauso darf man auch nicht eine Leiche verstümmeln. Eine andere Meinung sagt, dass es verboten ist, eine Leiche zu verstümmeln, wegen Kavod HaMet, wegen dem Respekt oder der Ehre gegenüber dem Toten. Ja, wir haben schon erwähnt, dass wir den Toten sehr ehrenvoll gegenübertreten. Also wenn es zwei Erklärungen von einem Verbot gibt, zwei potenzielle Erklärungen, dann, also jeder, der in der Yeshiva gelernt hat, sagt in der Regel mein Name Kamina. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Gründen? Also es muss einen praktischen Unterschied geben, warum wir diese zwei Erklärungen brauchen. Das heißt, eine Erklärung muss irgendwas beinhalten, was die andere nicht hat, und umgekehrt. Also der erste Unterschied wäre, dass ob es zum Beispiel sich auf Nichtjuden bezieht. Ja, wenn wir nach der ersten Meinung gehen, dass es wegen dem Ebenbild Gottes verboten ist, eine Leiche zu verstümmeln, dann gilt das natürlich auch für Nichtjuden, ja, weil wir denselben Körperbau haben. Ja. Es kann sein, dass wir vielleicht ein bisschen länger Nasen haben, aber sonst ist unser Körper ziemlich gleich. Und aus diesem Grund, sowohl Juden als auch Nichtjuden wurden im Ebenbild Gottes erschaffen. Also durfte man zum Beispiel weder adoptieren an Juden noch an Nichtjuden verrichten. Der zweiten Meinung nach, ja, dass das Kavod HaMet ist, gilt das nur eigentlich für Juden. Ja, das heißt, wir sind nicht verpflichtet, einen Nichtjuden davon abzuhalten, eine Adoption an einem anderen Nichtjuden durchzuführen. Das hat die meisten, also haben heute die zweite Meinung angenommen, und als Folge dessen kann man zum Beispiel problemlos zum Beispiel in Deutschland Medizin studieren. Ja, weil als Teil des Studiums werden immer Leichen autopsiert und echte Leichen autopsiert, und man lernt an diesen Leichen. Es kann unter Umständen ein Problem sein, in Israel Medizin zu studieren, wenn man dort jüdische Leichen benutzt. Gut, ein anderer Unterschied zwischen diesen zwei Gründen wäre, dass wenn wir nach der zweiten Meinung gehen, dass es wegen Kavod HaMet ist, dass es um Ehre gegenüber dem Verstorbenen ist, jeder kann eigentlich auf seine Ehre verzichten. Das ist erlaubt. Aber man jemanden ehren möchte, kann er sagen, ich möchte nicht geehrt werden. Und aus diesem Grund, falls jemand wenn wir nach dieser Meinung gehen, und falls jemand vor seinem Tod sagt, ich möchte meine Leiche der Medizin geben, ja, oder spenden, und ich verzichte auf meine Ehre, das heißt, man kann an mir Autopsien durchführen, dann könnte man das machen. Ja, wenn wir nur nach dieser Meinung gehen. Außerdem noch ein Unterschied wäre, dass
wenn wir nach der ersten Meinung gehen, nach der Meinung, dass es wegen des Ebenbild Gottes ist, dann könnte man selbst gegen den Willen von jemandem seine Organe entnehmen, wenn es um eine Lebensrettung geht. Ja, wie wir gesagt haben, wenn es um die Lebensrettung geht, dann wird dieses potenzielle Verbot quasi zur Seite gelegt oder annulliert. Aber wenn wir nur nach der zweiten Meinung gehen würden, dass das Verbot vermerkt ist, dann wäre es problematischer. Wieso? Weil es gibt eine Meinung, die sagt, dass die Toten haben keine Gebote. Das heißt, das Leben zu retten ist auch ein Gebot, was die anderen Gebote quasi überwiegt. Aber da die Leiche keine Gebote hat, deswegen können wir dieses Prinzip bei ihr nicht anwenden. Und aus diesem Grund, falls wir nach der zweiten Meinung gehen und der ausdrücklich sagt, ich möchte nicht, dass nach meinem Tod meine Organe entnommen werden, dann dürften wir das nicht tun, weil er keine Gebote mehr hat. Also können wir auch seinen Körper nicht mehr für die Gebote benutzen. Okay, das zweite potenzielle Verbot ist Halanat Hamet. Wie wir gesagt haben, das Leiche muss schnellstmöglich begraben werden. Und zwar, also strikt gesprochen, sind das jedes Organ muss der Halacha nach begraben werden. Also ein Organ gilt halachisch, es muss Knochen vorhanden sein, Fleisch und Sehen. Ja, das heißt, ein Finger oder eine Hand oder ein Arm ist ein Organ und muss begraben werden. Also nach die Halacha ist eigentlich, dass nach dem Tod muss jede Kleinigkeit begraben werden, wenn diese nach dem Tod abgetrennt worden ist. Ja, aus diesem Grund sehen wir immer, wenn ja, Gott will, dass das nochmal passiert, aber wenn irgendein Evil nicht mehr passiert, wir sehen dann immer, dass wir sehen, also viele religiöse Menschen mit langen Beiß und großen Kippot, wie sie versuchen, jede Kleinigkeit von den Toten zu sammeln, beziehungsweise auch das Blut aufzusaugen, weil, falls hier irgendwas nach dem Tod abgetrennt worden ist, dann muss es der Halachana auch begraben werden. Es geht sogar so weit, wir haben vorhin angesprochen, dass die Toten vor dem Begräbnis gewaschen werden würden. Falls aber jemand in einem Unfall umgekommen ist, ein Autounfall zum Beispiel, oder umgebracht worden ist, so dass Blut am Körper ist, dann waschen wir die Leiche nicht, weil wir befürchten, dass irgendwas vom Blut einfach nur weggewaschen wird, und weil alles begraben werden muss. Und genau. Und wir haben aber auch die Tradition angenommen, dass selbst wenn während des Lebens irgendein Organ abgetrennt wird, dann wird es auch begraben. Ja, das heißt, falls bei jemandem Gemüse irgendwas an einem Bein oder einem Arm amputiert wird, dann muss der auch begraben werden. Ja, und genau. Und das dritte potenzielle Gebot, eigentlich haben wir es schon angesprochen und genau besprochen, das ist Hanat Hamet, dass man keine Nutznießung vom Körper haben darf. Es ist auch so, dass man zum Beispiel alles, was mit dem Körper verbunden ist, darf auch nicht abgetrennt werden. Zum Beispiel die goldenen Zähne dürfen nicht aus einer Leiche entnommen werden. Oder eine Frage wegen der Perücke. Wenn die Perücke wirklich an die Haare gebunden war,
dann darf sie auch nicht entnommen werden. Und ich glaube, so Schmuck wie eine Kette oder Ringe dürfen ja entnommen werden, weil sie nicht direkt mit dem Körper verbunden sind. Hat sich jemand Fragen bis jetzt? Dann, ich glaube, jetzt ist dann eine gute Möglichkeit, Fragen zu stellen, falls jemand Fragen hat. Okay, keine Frage. Gut. Also, wir haben gesagt, dass alle diese drei potenziellen Verbote werden zur Seite gelegt, falls es um eine Lebensrettung geht. Das heißt, falls jemand da ist, der ein Organ braucht, um zu überleben, dürfen wir eine Leiche dieses Organ entnehmen. Die Frage stellt sich nur, wann ist ein Mensch tot? Also wann gilt er als tot, halachisch, dass wir auch seine Organe entnehmen können? Ja, früher war alles viel leichter eigentlich und immer wenn jemand am Sterben lag, hat man die Sefer Kadisha, die speziellen Angestellten von der Gemeinde, die sich mit den Toten oder Sterbenden und mit dem Begräbnis beschäftigen, wurden sie gerufen, sie haben gewartet, bis der Mensch nicht mehr geatmet hat und bis sein Herzschlag aufgehört hat. Danach muss man noch eine gewisse Zeit abwarten, um zu schauen, dass er tatsächlich tot ist. Bei den meisten war die Tradition, eine halbe Stunde zu warten. Und das Minimum, was man gewartet hat, waren 5 Minuten. Und dann hat man den Menschen als tot erklärt. Das Problem ist, dass wenn die 5 Minuten vergehen, dann sind viele Organe, können wir sie nicht mehr gebrauchen. Weil sobald die Blutzufuhr aufhört, dann sterben quasi diese Organe und wir können sie nicht mehr an jemand anderen transplantieren. Es hat angefangen, kompliziert zu werden, nachdem man die Wertungsmaschinen erfunden hat. Und das würde, das heißt dann, dass falls jemand nicht mehr selbst atmen kann, dann atmet man ihn künstlich und so schlägt sein Herz weiter. Und die Frage ist, ob das halachisch als tot gilt oder nicht. Also wir sehen hier den medizinischen Status auf dem Quellenblatt. Ja, ich kann das kurz vorlesen. Das Stammhirn steuert 12 neurologische Funktionen, davon als wichtigste die Atmung. Bei einer Person mit Kopfverletzung schwillt normalerweise das Gehirn an. Wegen dem erhöhten inneren Druck im Schädel wird die Blutzufuhr zum Schädel blockiert, was in einen Sauerstoffmangel resultiert. Hirnzellen, die äußerst sensibel auf eine unterbrochene Sauerstoffzufuhr reagieren, beginnen abzusterben. Sobald das Hirn tot ist, hört der Patient auf zu atmen und stirbt. Das ist, was passiert, wenn man ihn nicht an die Maschine anschließt. Und früher bedeutete ein nicht funktionierendes Stammhirn dem Tod des Körpers und seine Organe, das Herz aufhört zu schlagen, sobald die Sauerstoffzufuhr endet, die allen Organen durch die Atmung zugeführt wird. Mit der Erfindung eines mechanischen Beatmungsgerätes ist es möglich geworden, dem Blutkreislauf Sauerstoff zuzuführen. Es gibt dabei eigentlich noch einen Schreibplatz. Hast du das nicht bekommen, Anna? Genau. Und das Herz und andere Organe für ein paar Tage oder sogar für ein paar Wochen am Leben zu erhalten. Niemand ist je vom Hirntod erwacht. Dieser ist irreversibel. Sogar mit der Nutzung eines Beatmungsgerätes wird das Herz mit der Zeit aufhören zu schlagen und das Körpersystem bricht komplett zusammen. Hirntod ist
irreversibel, weil das Gehirn mit dem Eintritt von Stammhirntod anfängt, sich zu verflüssigen. Ja, also wir sehen, dass keiner noch aufgewacht ist. Interessanterweise, wenn man an jemanden die Maschine anschließt, obwohl der Mensch künstlich beatmet wird, trotzdem wird das Herz aufhören zu schlagen. In der Regel dauert es nur ein paar Tage, ich glaube höchstens 28 Tage. Keiner weiß warum, aber letztendlich hört das Herz aufzuschlagen. Und als die erste Herztransplantation stattfand, hat man sich natürlich diese moralische Frage gestellt, wie kann man ein Herz entnehmen, was noch schlägt. Also hat man tatsächlich ging man nach einem Herzschlag und hat nach dem Herzstillstand den Tod erklärt. Und es war dann schwierig, eine Herztransplantation zu machen, während das Herz noch schlägt. Und dann haben sich 1968 in Harvard kluge Leute getroffen und sie haben eine Empfehlung gegeben. Sie haben gesagt, dass sie haben, ich glaube, ich bin nicht falsch, also sie haben gesagt, dass sie zwar keine Definition des Todes abgeben, aber sie können versichern, dass niemand aus einem Stammhirntod aufwacht und letztendlich auch sterben wird. Und danach, aber es ist erst 1980 passiert, haben dann fast alle westliche Länder und auch Israel diese Definition als Tod, den Stammtod als Tod angenommen. Und so ist es natürlich deswegen erlaubt, legal erlaubt, eine Herztransplantation zu machen, weil der Mensch schon als Tod gilt. Und die Frage ist natürlich, ob der Mensch auch im halachischen Sinne tot ist, wenn er wenn er nicht mehr selbst atmen kann, aber wenn der Herz, sein Herz noch schlägt. Ja, also eigentlich ist es auch eine Debatte im Talmud. Und das lernt man auf einer sehr interessanten Stelle im Traktat Yomah. Und dort geht es darum, dass jemand wurde quasi unter einem Gebäude begraben. Ja, eine Wand ist auf ihn gefallen am Schabbat und er ist unter diesem Stein begraben. Und die Frage ist, ob jemand ein Auftragsfehler, der das sieht, ob er ihn retten darf am Schabbat. Und ja, graben ist am Schabbat verboten. Und die Frage ist, ob er ihn ausgraben kann. Und sie haben gesagt, dass das Leben, das Retten von eines Lebens überschreibt alle Gebote der Tora und natürlich auch das Gebot des Schabbates. Also muss man natürlich sofort hinrennen und anfangen, diesen Menschen auszugraben, um sein Leben zu retten. Und die Frage, mit der sich der Talmud beschäftigt, ist, bis wohin kann er diesen Menschen ausgraben, um zu schauen, ob er lebendig ist oder tot. Ja? Mit anderen Worten, wenn er noch lebt, dann muss er weitergraben, natürlich bis er ihn befreit, weil er damit sein Leben rettet. Aber einen Toten zu befreien ist am Schabbat verboten. Ja, dort gelten die Gesetze des Schabbat sind dann höher gestellt. Und die Frage ist, wie kann er feststellen, ob dieser Mensch noch lebt oder tot ist? Und es gibt zwei Meinungen dort. Und die eine Meinung ist
Das ist ein bisschen verwirrend, weil es gibt auch unterschiedliche Lesearten von dieser Stelle und auch unterschiedliche Texte. Also anscheinend wurde, als ich im Talmud im Mittelalter zensiert wurde, wurde der Text oder die Texte auf unterschiedliche Weisen an unterschiedliche Meinungen angepasst. Und wir wissen nicht genau, welche die korrekte Leseart von diesem Text ist. Aber der Talmud quasi diskutiert, ob er bis zur Nase den Menschen befreien kann, ja, um zu schauen, ob er noch atmet, oder ob er bis zum Herz diesen Menschen befreien soll, um zu schauen, ob sein Herz noch schlägt. Also mit den anderen Worten, es ist eigentlich dieselbe Debatte, die wir ja, eigentlich bis heute haben, ob wir nach der Atmung oder nach dem Herzstillstand den Tod erklären. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene Lesearten und deswegen lernen auch unterschiedliche Rabbiner unterschiedlich diese Talmudstelle und bestimmt auch auf unterschiedliche Weise die Halacha. Also wir sehen, dass es gibt viele Meinungen, die sagen, dass Hirnschlagtod eigentlich der wahre Tod ist, weil keiner von diesem Koma noch jemals erwacht ist. Es gibt übrigens noch eine interessante Tankstelle, die sie als Beweis bringen. Dort geht es um eine schwangere Frau. Das ist ein bisschen cruel, ein bisschen vielleicht nicht schön, aber der Talmud spricht alles aus. Und zwar, es geht um eine schwangere Frau, die am Schabbat auf der Straße umgefallen ist. Und sie ist hochschwanger. Sagen wir, sie stirbt am Schabbat auf der Straße. Und die Frage, die der Talmud stellt, ob jemand ein Messer am Schabbat also mitnehmen kann, tragen kann, um einen Kaiserschnitt an dieser toten Frau durchzuführen, um das Kind zu befreien um das Leben von diesem Kind zu retten. Und natürlich, wir haben gesagt, dass das Leben retten alle Gebote, unter anderem auch die Gebote von Schabbat, überschreibt. Also darf er das tun. Nun, der Talmud sagt aber, dass es problematisch ist, weil wie können wir denn sicher sein, dass die Frau tot ist? Ja, es kann sein, dass sie zwar keine Lebenszeichen zeigt, aber vielleicht lebt sie noch und der Talmud sagt, dass wir nicht in der Lage sind, so schnell den Tod quasi festzustellen. Und wenn jemand ihr den Bauch ausschneidet, dann tötet er sie damit. Und sagt der Talmud, falls diese Frau keinen Kopf hat, dann ist sie dann sicher tot. Ja, das heißt, es geht hier um einen Einzelfall, wo durch irgendwelche Umstände der Kopf von der Frau getrennt worden ist. Und in dem Fall darf jemand ein Messer transportieren, den Bauch von dieser Frau aufzuschneiden, um das Baby rauszuholen. Jetzt diejenigen, die sagen, dass das Hirnstammtod tot ist, sie vergleichen jemanden, der Hirnstammtod ist, mit dieser Frau, die eigentlich keinen Kopf hat. Weil, wie wir gesehen haben, sind die alle Funktionen vom, oder fast alle Funktionen vom Hirn quasi stumm geschaltet. Und aus diesem Grund zeigen sie, dass es der kopflosen Frau quasi gleichzusetzen. Und
die andere Meinung sagt, es ist nicht so einfach. Gerade dann redet man nur um den Fall, wo diese Frau tatsächlich keinen Kopf hat. Und in unserem Fall gibt es noch den Kopf, also können wir das nicht so einfach gleichsetzen. Also wir sehen, dass die Meinungen sich hier getrennt haben. Rabbiner Moshe Feinstein, der die Halachische Kirche von Amerika war, hat eigentlich, nachdem man die erste Herztransplantation durchgeführt hat, hat man ihn gefragt, wie es auf der Halachische Sicht angesehen ist. Da hat er gesagt, dass derjenige, der das gemacht hat, hat einen doppelten Mord begangen. Ja, zuerst hat er den Menschen getötet, von dem das Herz entnommen worden ist. Und er hat auch vielleicht den anderen getötet, weil woher wissen wir, dass er quasi mit dem anderen Herz länger leben wird, als er mit seinem Herz gelebt hätte, seinem kranken Herz gelebt hätte. Nachdem es sich bewiesen hat, dass man tatsächlich eine längere Lebenserwartung hat, selbst mit einem Herz von einem anderen, hat dann Rabbiner Feinstein seine Meinung verändert. Und also wir sehen, dass eine Reihe der Rabbiner, also berühmte Rabbiner erlauben das und auch das Oberrabbiner von Israel erlaubt, die Herztransplantation durchzuführen, aber es gibt auch namhafte Rabbiner, die es verbietet und die sagen, dass man beides braucht, also sowohl den Hirntod als auch Herzstillstand, um jemanden als tot zu erklären. Hat jemand vielleicht Fragen bis jetzt? Keine Fragen? Okay. Hallo? Ja. Ja, in dem Falle von eines Fingers zum Beispiel, das wäre jetzt zum Beispiel nicht lebensnotwendig. Jetzt, wenn ich einen Finger verliere oder eine Hand und ich würde jemand, da wäre eine Hand bereit, das wäre ja eigentlich nicht lebensnotwendig. Ich könnte ja praktisch ohne die Hand leben. Wäre das erlaubt oder nicht? Ja, also wie wir gesagt haben, diese drei Verbote können nur im Fall von einer Lebensgefahr übertreten werden. Also wäre es natürlich wahrscheinlich in diesem Fall nicht erlaubt. Was interessant ist, die Hornhaut vom Auge kann man ja auch transplantieren und das kann man von einem Toten nehmen. Es ist erlaubt, weil im Talmud steht, dass Suma kemet damit, dass wenn jemand ein blind ist, dann gleicht er einem Toten. Ja, das heißt, wenn jemand blind ist, dann gibt es sehr verschiedene lebensgefährliche quasi Einfluss. Ja, man kann hinfallen, sich im Kopf ist und so weiter. Und deswegen erlaubt der Talmud, also vergleicht der Talmud einen Blinden mit einem Toten. Und die Rabbiner gehen so weit, dass sie sagen, dass Hornhaut ist quasi auch lebensnotwendig in dem Fall. Aber für manche Menschen wäre jetzt zum Beispiel, also ich meine, ich verstehe das Beispiel mit der Hornhaut vom Auge. Für manche Menschen wäre es vergleichbar, wenn es egal welches Organ, ob das jetzt ein Finger, eine Hand, ein Bein, wäre für sie persönlich vergleichbar mit einem Toten, weil für die ist das Leben nicht mehr lebenswert in dem Moment mehr, vielleicht. Kann man da dann eine Ausnahme machen oder ist es einfach generell dann so gesehen, nee, das ist einfach nicht lebensnotwendig und deswegen ist es halachisch verboten? Also eigentlich der Talmud sagt, dass der psychische Schaden ist mindestens so groß wie der körperliche Schaden. Das heißt, wir werden darüber auch sprechen, wenn wir über die praktische Chirurgie sprechen werden. Das heißt, vielleicht wäre das tatsächlich ein Grund. Ich bin nicht befugt, quasi halachische Entscheidungen zu geben. Ich wollte euch einfach nur eine Einführung in dieses Thema bieten.
Aber jeder Fall muss natürlich einzeln abgewogen werden. Und was ich versuche euch beizubringen, dass ihr seht, wo die Fragen sind, bei denen man sich quasi beraten soll. Hat noch jemand Fragen? Also wir sehen keine Frage von einer Teilnehmerin, Frauke Kleekamp, die fragt, wenn jemand mich töten will und ich hätte die Chance, mein Leben zu schützen, müsste aber die Person töten, müsste ich mein Leben geben? Gute Frage. Also ja, darüber werden wir in 3 Wochen sprechen, genau über diesen Fall. Aber das eigene Leben geht natürlich vor. Es gibt, der Talmud redet über einen Verfolger, über einen Prozess, heißt es in der talmudischen Sprache. Und es geht, also sich selbst zu verteidigen, das ist natürlich klar, aber es geht sogar so weit, dass Talmud sagt, dass du siehst, dass jemand einen anderen verfolgt. Ja, und wir wissen natürlich, wer der Gute und wer der Schlechte ist, und du hast keine andere Möglichkeit, ihn aufzuhalten, als ihn zu töten, dann musst du ihn töten, um das Leben vom anderen zu retten. Also hier geht es, wenn wir sagen, dass man niemanden morden darf, selbst und wenn man quasi selbst getötet wird, hier geht es, also Betankung in diesem Fall, wo einer zum wir werden auf diesen Fall in 2 Wochen behandeln eigentlich. Aber es ist jemand, ein Rabbi, der von der Rabbiner in der tamilischen Zeit gekommen ist und hat gesagt, dass der Befehlshaber von meinem Staat hat gesagt, dass er mich tötet, falls ich nicht einen anderen töte. Und dann die Antwort war, dass wer hat gesagt, dass dein Blut röter ist als das Blut von dem anderen. Ja, das heißt, in diesem Fall soll man sich lieber töten lassen, als jemand anderen zu töten. Und das gilt natürlich nicht für den Fall der Selbstverteidigung oder von dem Fall von einem Verfolgten oder Verfolger. Wir hatten noch eine andere Frage mit Rambam. Und zwar, was der Rambam dazu sagen würde, was er entscheiden würde dazu, wann jemand tot ist. Und bis wohin man ausgraben sollte? Das ist eine gute Frage und ehrlich gesagt, wenn ich ein bisschen überfragt, ich weiß nicht, was der Rambam entscheiden würde in diesem Fall. Ich kann euch auch vielleicht empfehlen, auf diese Seite zu gehen, wo vielleicht kannst du nochmal das Rest sagen. Ich habe dort die Quellen, genau, hier oben ist die Quellenangabe, woher ich diese ganze Quellen genommen habe. Das ist eine Seite, die heißt hods.org und das heißt eigentlich Halachic Organ Donation Society. Und dort werden diese ganzen Quellen gebracht, plus die Meinung von vielen moderner Rabbinen, aber auch von dem, vielleicht findet man auch dort die Meinung von Rambam. Und dort kann man übrigens auch einen halachisch bearbeiteten Organpass runterladen. Und zwar, es gibt dort, ich glaube, man kann dort Organpässe erwerben, die sowohl nach einer Meinung als auch nach der anderen Meinung. Also für beide Fälle gibt es ein extra angefertigtes Organspendepass. Vielen Dank, Rabbi Reise. Wir haben noch eine interessante Frage von Go Berger. Und zwar, welchen Rabbiner soll oder muss man in so einem entsprechenden Fall glauben oder vertrauen bei so einem wichtigen Thema? Ja, ist eine sehr gute Frage. Also generell ist es so, dass jeder einen Rabbiner für sich bestimmen soll. Ja, das steht im Verkehrwort. Jeder soll sich einen Rabbiner bestimmen. Und dann muss er auch
nach seiner Meinung geht. Und in der Regel hat dieser Rabbiner auch seinen Rabbiner. Und bei solchen lebensbestimmten Fragen, wir werden das in zwei Wochen sehen, geht es immer der Schertina hoch, bis es zu den 5, 6, 7, 8 höchsten Rabbiner kommt, die dann solche lebensbestimmten Entscheidungen treffen können. Okay, wir hoffen, wir werden einen Rabbiner finden für diejenigen, die noch auf der Suche sind. Ich sehe ganz viele Fragen von Frau Kleekamp. Und zwar, ob es auf dieser Website auch Patientenverfügung gibt. Weiß ich nicht. Muss mal schauen. Okay. Und Frau Podlogger schreibt uns, sie meint, dass bei den Nichtjuden so etwas gar nicht gilt. Ich weiß nicht genau, worauf sich Frau Podlogger bezieht. Vielleicht kann Frau Podlogger noch mal sich ein bisschen genauer ausdrücken und schreiben, was sie gemeint hat. Vielleicht genau am besten in meinen ganzen Sätzen schreiben, damit wir das nachverfolgen können. Genau. Es gab eine Frage, und zwar: Dürfte man Körperteile, die nicht lebensnotwendig sind, von einem Nicht-Juden transplantieren? Okay. Ja, das ist eine gute Frage. Und, wie wir gesagt haben, zumindest wenn man nach der Meinung geht, das Nebulament, das Verstümmeln von einer Leiche wegen Zellenallotin, wegen des Ebenbild Gottes verboten ist, dann gibt es absolut keinen Unterschied zwischen Juden und Nicht-Juden. Es gibt übrigens auch halachische Meinungen, die sagen, dass es ist zwar verboten, ein Herz zur Transplantation zu geben, aber es ist nicht verboten, eins zu empfangen. Aber ich glaube, dass ich meine, geht davon aus, dass es sowieso bei einem Herz vorhanden ist. Deswegen darf man das annehmen. Aber ich weiß nicht, ob es mit der Realität bestimmt, weil in der Regel nimmt man ja extra für dich dieses Herz aus einem anderen Menschen. Es ist nicht auch so vorhanden. Okay, ich sehe so aus, als war es das mit den Fragen vorher. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass es ihr was heute gelernt habt. Und mir hat es Spaß gemacht. Es war ein bisschen ungewöhnlich, weil ich bin da gewohnt, dass das Gespräch interaktiv stattfindet. Und hier musste ich einen sehr langen Monolog halten. Da bin ich nicht gewohnt. Aber es hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns alle nächste Woche wiedersehen. Und nächste Woche werden wir über Organspende von lebenden Spendern sprechen und auch über psychologische Folgen und so weiter. Das wird auf jeden Fall auch sehr interessant werden. Vielen Dank. Yishar Koach aus Köln, Rabbiner. Vielen Dank. Danke, Herr Lutschleiter. Sie haben doch eine Kamera. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank an Rabbiner Radbill. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Heute gibt es im Anschluss gleich noch einen Kurs, und zwar mit Rabbiner Bruckner. Unser Master spricht Ivrit. Für diejenigen, die Lust haben, es wird sehr spannend. Da werden Sie eingeleitet in die Geheimnisse der Gebete von hohen Feiertagen. Und für alle diejenigen, die heute teilgenommen haben, wir wünschen Ihnen einen tollen weiterhin Rest der Woche. Freuen uns, Sie wiederzusehen am nächsten Dienstag und wünschen Ihnen viel Erfolg, alles Gute, viele tolle neue Informationen. Und falls Sie eine
unseren Dozenten weiter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Shalom. Shalom, bye bye. Tschüss.